Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Kann Wasser die Kohle der Zukunft sein? Was wie Science Fiction klingt, wird hier bei uns in Duisburg erforscht. Wir sprechen heute über die Möglichkeiten, die Wasserstoff als Energieträger bietet, und zwar mit Dr. Christian Spitter vom Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Ganz herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, Herr Spitter, schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind. Wir alle haben schon gehört natürlich von dem Zentrum für Brennstoffzellentechnik hier bei uns in der Stadt. Aber können Sie uns mal sagen, was wird da tatsächlich gemacht? Wir haben seinerzeit angefangen, im Zentrum für Brennstoffzellentechnik an Brennstoffzellen zu forschen für stationäre Anwendungen. Inzwischen seit den letzten Jahren auch mehr und mehr in Richtung der Brennstoffzellen für Autos, die fahren, für LKWs, für Busse. Kümmern uns auf der anderen Seite aber auch um die Erzeugung von dem Wasserstoff. Seinerzeit angefangen, aus Erdgas den Wasserstoff zu erzeugen, und inzwischen seit einigen Jahren auch über das Thema Elektrolyse, das heißt also aus erneuerbaren Strom Wasserstoff herzustellen, den man dann zum Beispiel der Mobilität zur Verfügung stellt, und sind darüber auch dann in das Thema reingekommen, Wasserstoffinfrastrukturen zu erforschen. Wie bringe ich also dann den erzeugten Wasserstoff zum Fahrzeug? Welche Technologien brauche ich? Wie aufwendig sind diese Technologien? Kann man die in ihrem Energieeinsatz optimieren? Parallel dazu verfolgen wir auch das Thema Batterien, weil wir wissen, dass solche Systeme immer gekoppelt sind, auch mit Batterien, um Lastspitzen abzupuffern zum Beispiel. Also ich glaube, kaum ein Thema ist aktueller als das, was Sie gerade erforschen. Ja. Deshalb sehr, sehr schön, dass Sie hier bei uns im Studio sind. Wie kam es überhaupt dazu, dass dieses Zentrum hier in Duisburg seinerzeit angesiedelt wurde? Das war seinerzeit das Thema Strukturwandel, weg von, da mal mit den klassischen Industrien hier, wie baue ich hier Arbeitsplätze auf? Und dann hat man sich seinerzeit entschieden, ein solches Institut hier aufzubauen mit diesen Zukunftsthemen. Und siehe da, wir sind inzwischen über 100 Mitarbeiter. Das heißt, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, die wir da hingelegt haben. Und ja, das ist seinerzeit die Motivation gewesen. Und was war Ihre Motivation, einfach an Forschung mitwirken? Überzeugungstäter. Also wie auch meine Kollegen auf im ZPT sind wir quasi alle Überzeugungstäter, die an die Technik glauben. Und ja, tagtäglich versuchen, sie zu verbessern, und aber auch jetzt über sowas wie heute zum Beispiel auch den Kunden, die Menschen mit zu begeistern für das Thema. Also ich kann mich erinnern, ich habe früher, als ich noch Student war, ist jetzt über 20 Jahre her, gab es ja die Sendung, die Reportage bei den Kollegen des ZDF. Ja. Und da weiß ich, da war irgendwann mal eine Folge, wo über Wasserstoff berichtet wurde, also 20 Jahre ist es her, wo berichtet wurde, dass wahrscheinlich Autos der Zukunft eben mit Wasserstoff fahren. Mhm. Wenn ich jetzt mal wieder jetzt in unsere Zeit gehe, ganz so weit sind wir noch nicht. Ich habe die gleiche Motivation gehabt, als ich seinerzeit vor inzwischen über 18 Jahren beim ZPT angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten die gleiche Sendung gesehen. Wir hatten seinerzeit ganz klar auch die Idee, dass binnen der nächsten 5 Jahre die Systeme in den Markt kommen. Aber wir sehen, dass immer noch klassische konventionelle Kraftstoffe, Erdgas, Benzin, Diesel, so günstig sind, dass sich einfach schlichtweg der Verbraucher nicht um andere Kraftstoffe kümmern muss. Was jetzt grundlegend anders ist in den letzten Jahren, dass das Thema Emissionen immer mehr in den Fokus gerückt wird. Wir merken, dass es die Klimaveränderungen da sind, dass sie anfangen und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir demnach immer mehr erneuerbaren Strom produzieren müssen. Und da fehlt schlichtweg neben den Batterien ein Speicherelement. Wasserstoff kann ein solches Speicherelement sein, mit dem ich dann aus Elektrolyse, also erneuerbaren Strom, Elektrolyse, Wasserstoff produzieren kann und diesen speichern kann und gleichzeitig der Industrie oder der Mobilität zuführen kann. Und damit habe ich dann sowohl ein Speicherglied als auch Energieträger, Kraftstoff für die Mobilität. Das heißt also tausend Sasser im Grunde für die Energiewende. Also wir werden auch gleich ein bisschen näher in Details einsteigen, in die Forschung, die Sie hier in Duisburg betreiben. Aber wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, Sie sagten jetzt gerade, Sie sind so seit 18 Jahren am ZBT. Hat sich die Forschung in irgendeiner Form verändert, dass Sie vielleicht irgendwann mal festgestellt haben, das ist eher eine Sackgasse, wir müssen halt mehr uns auf das konzentrieren? Wie sieht Ihre Forschung in den letzten 18 Jahren aus? Es gibt Wellenbewegungen. Es gab immer Wellenbewegungen, es gab immer mal auch mal diesen Hype, dass die Brennstoffzelle dann doch kurz vor der Markteinführung ist oder vielleicht schon darüber hinaus. Diese Wellenbewegungen, die haben wir regelmäßig mitbekommen. Also das ist etwas, was gerade für Forschungsinstitute quasi alltäglich ist. Was wir für uns definiert haben, ist, dass wir verschiedene Themen bearbeiten müssen, die uns dann genau auch, wenn denn mal so eine Delle da ist, über diese Delle hinausführen.
Grundidee ist ja von uns, dass wir nicht nur sagen, wir entwickeln etwas, was jetzt in 2 Jahren in den Markt kommt, sondern dass wir uns Sachen, Technologien angucken, die in 5 bis 10 Jahren auch marktreif sein sollen. Und demnach, dadurch, dass wir so weit vorweggreifen, laufen wir im Grunde nicht dem ganzen Trend immer so direkt hinterher. Und aber es ist schon klar, es ist, wenn denn mal wieder ein Hype kommt, dann hat man ein lachendes Auge und ein weinendes Auge, weil man schon weiß, dass irgendwann vielleicht auch mal der Hype dann wieder zu Ende ist. Und wenn es dann nicht wirklich der Markt zündet, dann ist vielleicht die nächste Delle wieder da. Ist denn momentan irgendwo ein Hype, weil Umweltschutz und CO2-Vermeidung ist ja in aller Munde? Ja. Also das ist bis in die Politik vorgedrungen, das ist bis nach Brüssel vorgedrungen. Also jede Partei in Deutschland formuliert gerade ihre Wasserstoffstrategie. Es wird ein Papier der Bundesregierung Ende des Jahres geben. Also das Thema ist quasi jetzt so präsent geworden und auch so präsent, weil man weiß, dass es notwendig ist, dass aus meiner Sicht das nicht mehr wieder zurück in eine Nische gedrängt werden kann. Und es gibt entsprechend auch Vorgaben seitens der Regierung. Es gibt Vorgaben aus Brüssel, die bestimmte Emissionsreduktionen vorgeben. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo es eigentlich nicht mehr weiter nach unten gehen kann, sondern eigentlich nur noch steil nach oben. Aber wenn die Politik das Thema jetzt so aufgreift, fördert die Politik sie dann auch so entsprechend? Es gibt gerade in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern schon sehr gute Förderinstrumente für Wasserstoff. Und was jetzt gerade, ich sage das eben, Europa, die EU kümmert sich gerade auch um ein neues Forschungsprogramm, was nach 2020 bis 2027 wieder dann offen sein soll. Und da ist das Thema Wasserstoff auch ganz präsent. Also das Thema ist in aller Munde gerade. So, wir haben ja gerade schon rausgehört, es geht ja darum, neue Energien zu entwickeln, die verwendet werden können, die umweltverträglicher sind. Ein Bereich ist eben auch Speicherung von erneuerbaren Energie. Wenn wir die Windräder haben und aber keinen Wind, produzieren die nichts. Oder Solarzellen, wenn keine Sonne da ist nachts, produzieren die auch keinen Strom. Deshalb muss halt entsprechend immer vorproduziert werden. Und das muss gespeichert werden. Da eignet sich dann Wasserstoff für? Genau, also wenn gerade diskutiert wird, wir brauchen irgendwelche Stromtrassen von Nord nach Süd, um den Strom dann nach Süden zu leiten. Ich habe immer den Gleichzeitigkeitsfaktor. Das heißt, sobald ich den Strom brauche, muss ich ihn auch produzieren. Mit Wasserstoff kann ich einen Speicher schaffen und diesen dann verdichtet speichern an Tankstellen oder, was auch gerade ganz intensiv diskutiert wird, dass Wasserstoff irgendwann mal mehr und mehr in das Erdgasnetz eingeleitet wird. Wenn man sich Holland anguckt zum Beispiel, in der Gegend von Groningen, wo Erdgas gewonnen wird, gibt es große Probleme, weil dort aufgrund dieser Gewinnung Erdbeben gekommen sind. Das heißt, da ist man schon so weit, dass man sagt, man stoppt diese Produktion oder die Förderung von Erdgas und will diese Leitung, die vorhanden sind, nutzen, um damit Wasserstoff zu transportieren. Und damit hat man ein großes Speicherelement, um erneuerbare Energien speicherbar und nutzbar zu machen. Aber wo sind momentan die Probleme, dass umgeswitcht wird auf Wasserstoff? Weil die Infrastruktur einfach noch nicht da ist, weil es einfach zu teuer ist? Es gibt noch nicht die klare Vision, wie man von dem Punkt heute dahin kommt, dass man irgendwann Wasserstoff etabliert hat. Ich habe es eben gerade gesagt. Eine Langfristperspektive, mit denen sich auch die Netzbetreiber befassen, ist, Wasserstoff in Erdgasnetz einzuleiten. Das hört sich erst einmal damit so an, dass man Wasserstoff in den dreckigen fossilen Kraftstoff noch einleitet und damit quasi entwertet. Aber es muss eine Übergangszeit geben, wo man das so macht, bis ich dann irgendwann mal den Wasserstoff in diesen Leitungen habe, gegebenenfalls auch mit 100% Wasserstoff in die Leitung. Das ist aber nur ein Weg. Es wird mit Sicherheit Transportleitungen geben von großen Windparks mit Elektrolysesystemen zu Tankstellen, zu Industrieanlagen, die Wasserstoff benötigen. Und es wird auch noch über Tank-LKWs Wasserstoff transportiert werden. Also das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Und man fängt damit an, Systeme zu entwickeln, immer größere Mengen Wasserstoff auch auf LKWs zu transportieren zum Beispiel. Jetzt frage ich mal ganz unbedarft, weil ich jetzt kein Chemiker bin, aber ich meine mal gelernt zu haben, dass Wasserstoff ja vom Handling her auch nicht so unproblematisch, sondern auch so ein bisschen gefährlich ist. Ist dem so? Ich würde es gerne mal andersrum beantworten. Wenn ich heutzutage Benzin oder Diesel als Kraftstoff an einer Tankstelle zulassen würde, das würde ich nicht hinkriegen. Sie haben offenen Zugang zu dem Kraftstoff. Sie können den Rüssel abziehen beim Betanken und dann haben Sie frei ausfließenden Kraftstoff. Das wird heutzutage keiner mehr zulassen. Das ist aber einfach nur dadurch, dass die Technik vorhanden ist, akzeptiert man das.
Bei Wasserstoff muss man als neuen Kraftstoff, den man in dieses System einbringt, so viel Auflagen erfüllen, dass der Kraftstoff Wasserstoff sicher ist. Also das ist eine Technik, die so weit durchentwickelt ist, dass wir über ein sicheres Handling von dem Wasserstoff auch an den Tankstellen sprechen. Das heißt also, derjenige, der tankt, hat gar keinen Kontakt zu dem Wasserstoff selber. Aber weil Sie gerade selber von der Technik sprechen, Die ist dann aber nicht so ganz unaufwendig. Das ist mit Sicherheit richtig. Also ich muss den Wasserstoff komprimieren, ich muss ihn auf 700 Bar vorkomprimieren, muss ihn auf minus 40 Grad herunterkühlen, um ihn dann zu vertanken. Das ist bei Autos der Fall. Aber auch da ist man nochmal an einem Punkt, wo man gesagt hat, diese 700 Bar, die werden deshalb eingesetzt, um diese kurzen Betankungszeiten einhalten zu können, von 3 bis 5 Minuten. Wenn man irgendwann auch mal sagt, ich akzeptiere gegebenenfalls auch 7, 8 Minuten, dann muss ich vielleicht nicht mehr 700 Bar nutzen, sondern kann noch auf ein anderes Druckniveau gehen und muss dann auch nicht mehr so viel kühlen. Also diesen Zustand jetzt, das ist ein Standard, den man erst einmal definiert hat, weltweit, um einen Standard zu haben, ganz im Gegensatz zu Batterien, der aber auch noch nicht in Stein gemeißelt ist, dass der immer so bleiben wird. Wie kommt man denn auf so Ideen, dann so etwas Kompliziertes zu erforschen? Wie lange sind Sie da dran, zu sehen, welchen Druck man braucht, wie viel Grad minus der Wasserstoff sein muss? Das sind Untersuchungen, die man gemacht hat, wo man gesagt hat, ich brauche gewisse Energieinhalte und dann gibt es gibt 350 Bar, mit denen man Busse betankt. Man hat gedacht, da kann ich mehr Speicher auf das Dach lagern, also brauche ich es nicht so hoch zu komprimieren. Im Fahrzeug habe ich nicht so viel Platz, also muss ich mehr Energie reinbringen, muss ich also auf höhere Drücke gehen. Und dann hat man sich schlichtweg weltweit geeinigt, dass es diese beiden Druckniveaus gerade aktuell gibt. Und aus dann der Not oder dem Willen heraus, kurze Betankungszeiten zu haben, muss ich kühlen, damit ich im Fahrzeugtank nicht zu hohe Temperaturen sich einstellen. Und das sind Untersuchungen, die gemacht wurden. Also das ist, die werden auch weiter fortgeführt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass auch LKWs und Busse immer mehr in Richtung Brennstoffzellen entwickelt werden, weil man da sagt, da hat man einen ganz großen Hebel, A, mit sehr viel Wasserstoffeinsatz, also dann lohnt sich der Wasserstoff an der Tankstelle schon viel mehr für den Tankstellenbetreiber. Und ich habe einen sehr großen Hebel, was die Emissionsminderung angeht, gerade in den Städten. Und da ist man gerade an dem Thema, welches Druckniveau brauche ich, wie viel Energie muss ich also in die Kompression reinstecken und wie viel Energie muss ich in die Kühlung reinstecken. Kann ich da eventuell das auch anders darstellen? Das sind auch Sachen, die wir bei uns am CPT dann untersuchen werden. Wir sprechen die ganze Zeit über Brennstoffzelle. Ich will gleich im zweiten Teil von Ihnen wissen, was ist denn so eine Brennstoffzelle überhaupt? Bevor wir das machen, gehen wir ganz kurz in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio nach wie vor zu Gast Dr. Christian Spitter vom Zentrum für Brennstoffzellentechnik hier in Duisburg. Ja, wir haben schon das eine oder andere gelernt, gerade über die Verwendung von Wasserstoff. Mhm. Auch so ein bisschen haben wir schon mal gesprochen über, wie man Wasserstoff tanken könnte. Mhm. Aber wir sprechen die ganze Zeit von einer Brennstoffzelle. Ja. Was ist das denn überhaupt? Ist das einfach nur ein Motor oder wie kann ich mir das vorstellen? Man kann es, also Schlagwort ist kalte Verbrennung. Das heißt, ich führe den Wasserstoff in die Brennstoffzelle rein, auf einer Seite von einer Membran, einer protonendurchlässigen Membran. Und an dieser Membran hängt ein Katalysator, der das Wasserstoffmolekül aufspaltet in das Elektron und das Proton. Das Proton wandert durch die Membran durch. Klingt leicht. Gibt es schon seit 1839, also ist schon sehr lange, die Technik gibt es im Grunde schon seit ewigen Zeiten. Und das Elektron wandert über die Strombahn, über den ich dann diesen Strom auch nutzen kann als Energie. Und auf der anderen Seite der Membran wird dann wieder das Wasserstoffproton mit dem Elektron und dem Sauerstoffmolekül zu Wasser umgesetzt. So, das ist im Grunde das, was an der Brennstoffzelle selber passiert. Das ist ein Prozess, bei dem ich eben den Strom produziere. Und gleichzeitig produziert diese Reaktion auch Wärme. Mhm. Deswegen ist diese Brennstoffzelle prinzipiell als Energiequelle, nicht nur als Stromquelle zu sehen. Deswegen gibt es auch Systeme, mit denen dann im Haus Strom und Wärme produziert wird, wo man die Wärme nutzt. Im Fahrzeug kann man sie gegebenenfalls im Winter nutzen, um das Fahrzeuginnere zu heizen. Aber ansonsten im Sommer wird man sie an die Umgebung abgeben. Okay. Aber trotzdem, das klingt ja ziemlich komplex, der ganze Vorgang. Sind Sie der Meinung, dass eines Tages wirklich Autoantriebe mit der Brennstoffzelle erfolgen? Wenn man sich einen Motor anguckt,
dann denkt man auch, das ist eigentlich ein relativ einfaches Bauteil. Wenn man heute mal diese Klappen abmacht, diese Kunststoffhauben, das ist schon ein komplexes Gebilde, was einen da anguckt. Und was man, wenn man dann den Vergleich zu der Brennstoffzelle sieht, wenn man diese beiden Motorräume sich anguckt, da ist kaum Unterschied da. Die Technik, ich sagte es gerade, ist auch schon hat schon ein gewisses Alter, hat also einen gewissen Reifegrad an Wissen, an Erfahrungswerten, die man da gesammelt hat. Es geht jetzt darum, diese Technik noch robuster und vor allem günstiger zu machen. Aber beherrschbar, ich meine, man fliegt zum Mond und nutzt Brennstoffzellen. Also wenn man das gerade auf solchen Missionen nicht machen würde oder wenn die Technik nicht sicher wäre, dann würde man es nicht machen. Wann rechnen Sie damit, dass eine Brennstoffzelle fürs Fahrzeug in Serie produziert wird? Oder wird das schon in Serie produziert? In Deutschland gibt es eine Kleinstserie. Da ist es Daimler, der ein Fahrzeug auf den Markt gebracht hat. Wenn man aber den Blick mal von Europa weg Richtung Asien lenkt, in Japan ist es Toyota, die seit 2014 einen Wagen namens Mirai produzieren, in Stückzahlen von 3000 Stück pro Jahr, was erstmal sehr wenig anhört. Im nächsten Jahr werden es dann 30.000 pro Jahr sein. Hyundai ist ein weiterer Kandidat in Korea, der auch ein Auto produziert hat. Das ist der Nexo, der inzwischen auch, als er rausgekommen ist, in Deutschland für Furore gesorgt hat, weil es eigentlich ein ganz normales Auto ist. Also man hat nicht mehr, es gibt nicht die Gefahr, es gibt nicht irgendwo diese Berührungsängste mit der Technik, sondern man setzt sich in das Auto rein und jeder, der es getestet hat, ist sehr glücklich. Also es gibt die Fahrzeuge. Es gibt in China werden Busse inzwischen mehr produziert, es werden LKWs angefangen zu produzieren. Also die Technik ist eigentlich da und es geht sie wirklich nur noch darum, wie kann ich sie günstig produzieren, wie kann ich sie so robust machen, dass die auch dann entsprechende Lebensdauern erfüllt und letzten Endes Skaleneffekte den Preis zu reduzieren. Aber wie kommt es, dass gerade jetzt Fernost wieder deutlich weiter ist als wir in Deutschland? Sind die deutschen Firmen da so ein bisschen konservativer? Ich denke mal, dass zurzeit die Automobilisten in Deutschland noch gut damit leben, ihre Diesel, ihre SUVs zu verkaufen. Man weiß, BMW hat 50% Verkaufszahlen von ihrer X-Serie. Also das ist halt das Denken, dass das, was ich derzeit verkaufe, daran erstmal möglichst nicht zu ändern. Und gleichzeitig muss man auch dann sehen, China hat immer 5-Jahrespläne, in denen sie ihre Vorgaben machen für Autos, für die Energieproduktion. Und da stand ganz klar geschrieben, dass Hersteller von Autos, die in Chinas Autos verkaufen wollen, bestimmte Anzahlen oder Prozentsätze ihrer Fahrzeuge batterieelektrisch produzieren müssen. So, das heißt, in dem Moment muss sich jeder dann überlegen, wenn ich da weiterhin meine Fahrzeuge verkaufen möchte, muss ich Batterien entwickeln, muss diese einsetzen. Was aber auch der Fall ist, und das ist gerade im letzten Jahr passiert, dass China dann gesagt hat, okay, wir haben diesen Markt aktiviert. Der ist dort schon im Wachsen und man muss ihn nicht mehr so weiter fördern. Also wird die Förderung von batterieelektrischen Fahrzeugen reduziert. Wobei man in China nicht unterscheidet zwischen batterieelektrisch und brennstoffzellenelektrisch. Das ist beides Elektromobilität. Das heißt, die Förderung für Brennstoffzellenfahrzeuge ist noch da. Und entsprechend werden in China mehr und mehr Brennstoffzellenfahrzeuge produziert. Aber jetzt für den deutschen Konsumenten, momentan ist ein Brennstoffzellenfahrzeug noch zu teuer? Oder wird sich das eines Tages so rechnen wie der Neupreis eines, sag ich jetzt mal, Dieselfahrzeugs oder eines Benziners? Also zurzeit ist es erstmal rein über die Stückzahlen schwierig, an ein Fahrzeug ranzubekommen. Klar, das sind die Skaleneffekte, genau, die Sie gerade angesprochen haben. Aber gerade jetzt Toyota, ich denke mal, mit den größten Erfahrungen, was diese Produktion von derartigen Fahrzeugen angeht, sagt, dass jetzt nicht die, aber die nächste Generation auf dem Preisniveau sein wird von Hybridfahrzeugen. Also da ist man da nicht mehr weit von weg. Und auf der anderen Seite redet man noch derzeit noch davon, dass der Wasserstoff relativ teuer ist. Auch da Skaleneffekte, wenn ich für die wenigen Fahrzeuge derzeit Wasserstoff vorhalten muss an der Tankstelle, dann kann der nicht günstig sein. Aber auch da gibt es ganz klar die Studien, die belegen, dass der Wasserstoff dann bei entsprechender Nachfrage auch günstig wird. Momentan ist aber auch das Tanknetz noch nicht so ganz ausgebaut, oder? Wir haben, glaube ich, in Deutschland knapp unter 100 Tankstellen. Wir haben derzeit, ich glaube, 75 roundabout. Und das Ziel ist, dass man an die 100 dieses Jahr rankommt. Das hört sich erst einmal wenig an. Wenn man sich jetzt hier dieses Ballungsgebiet hier anguckt, hat man im Ruhrgebiet und Rheinland drumherum, wir reden glaube ich über 12, 13, 14 Tankstellen,
Das heißt, ich habe hier schon die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu fahren, ohne dass ich irgendwo mal Gefahr laufe, dann kein Wasserstoff mehr tanken zu können. Also man kann das jetzt schon machen. Und von der Reichweite eines Fahrzeugs mit Brennstoffzelle, wie weit komme ich damit? Weil bei einem E-Auto komme ich nicht ganz so weit, wenn ich weit reisen möchte. Genau, je nachdem, wie schnell man fährt. Das ist bei der Batterie dann auch noch viel, viel extremer, auch gerade Richtung Sommer und Winter. Wenn man Brennstoffzellen sich anguckt, da ist es egal, ob es der Sommer oder der Winter ist, da reden wir über ungefähr 500 Kilometer. Also so wie mit einem Diesel oder einem Benziner halt, ganz normal. Der Diesel hat eine höhere Reichweite derzeit, aber 500 Kilometer ist das, was derzeit realisierbar ist. Es ging auch mehr, da müsste ich aber mehr Tanks in dem Auto verbauen, was wieder teurer werden würde. Aber das ist das, was möglich ist zurzeit. Und ich kann eben dann auch den Wasserstoff binnen 3-5 Minuten betanken. Aber trotzdem, ein Tankstellennetz ist notwendig. Also wir müssen uns schon dran gewöhnen. Ich kann jetzt nicht zu Hause hingehen, sagen, so, ich produziere jetzt meinen eigenen Wasserstoff, weil, wie wir ja in Chemie mal gelernt haben, ne, Elektrolyse aus Wasser entsteht Wasserstoff und eben Sauerstoff. Ja. Das funktioniert nicht. Das wird irgendwann mal, wenn es zu kleine Größen sind, nicht mehr wirtschaftlich sein. Das muss man klar sehen, dass diese Technologie, die wird nicht in jedem Haus verfügbar sein. Das ist anders als wenn man als das Thema Ladesäulen oder wo lade ich mein batterieelektrisches Fahrzeug, was man überwiegend wohl zu Hause wird laden oder laden werden. Aber bei Wasserstoff, da wird es dezentrale Einheiten geben, die gegebenenfalls direkt an Windparks installiert sind, um dann den Wasserstoff da zu produzieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Tankstellenbetreiber da auch selber seinen eigenen Wasserstoff produzieren kann. Das ist durchaus denkbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also guckt man nach Dänemark, da sind viele dieser Tankstellen, die Wasserstoff dort vorhalten, haben ihre eigenen Elektrolysesysteme vor Ort stehen, weil dort natürlich auch viel mehr Windkraft vorhanden ist als in Deutschland. Das ist aber auch nicht eindeutig zu beantworten. Also es gibt Fälle und Gegenden, wo es vielleicht sinnvoll ist, den Wasserstoff vor Ort zu produzieren mit einer Elektrolyse. Es gibt andere Gegenden, wo ich dann vielleicht keinen Wind habe oder viel mehr Wasserstoff brauche, als ich ihn selber produzieren könnte. Den muss ich dann halt mit LKWs oder Pipelines dann dahin bringen. Beides geht dann. Ich möchte gleich im zweiten Teil auch so ein bisschen drüber sprechen, dass Sie hier ein eigenes Versuchslabor, was so eine Tankstelle betrifft, hier in Duisburg haben. Bevor wir das tun, gehen wir noch einmal kurz ab in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio zu Gast Dr. Christian Spitter vom Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Ja, wir haben schon unglaublich viel gelernt über das, was Sie hier in Duisburg erforschen, woran Sie arbeiten. Sie haben hier in Duisburg auch ein eigenes Labor, wo Sie eben gerade die Betankung auch erforschen. Mit welchem Grund? Ist man da doch noch nicht so weit, dass das so funktioniert, wie es sein soll? Wir haben ja eben schon über ein paar Punkte gesprochen. Wir haben über die Elektrolyse gesprochen, also sprich, produziere ich den Wasserstoff vor Ort? Wenn ja, wie muss ich es tun? Wie muss ich die Anlagen betreiben? Welche Technologie an Elektrolyse? Es gibt verschiedene. Lohnt sich? Ist dort am effizientesten? Das ist ein Teil, den wir untersuchen. Und wir hatten auch darüber gesprochen, ich muss den Wasserstoff komprimieren bis 700 bis 900 Bar, um ihn dann bei 700 Bar betanken zu können. Ich muss ihn vorkühlen und dabei gibt es verschiedene Wege, mit denen ich das tun kann. Ich habe verschiedene Optionen bei der Vorkühlung, ich habe verschiedene Kompressionstechnologien, ich habe verschiedene Speicherniveaus, auf denen ich zwischenspeichern kann. Und das Interesse, was wir daran haben, ist, von dem Systemgedanken aus zu gucken, welche Konfiguration, welche Kombination an Technologien bietet denn den geringsten Energiebedarf, um den Wasserstoff zu vertanken? Also bauen Sie die Tankstelle auch jedes Mal um, sage ich jetzt mal so als Laie. Wir können sie wir bauen sie nicht um, sondern wir haben die Möglichkeit, umzuswitchen. Wir haben Schaltung, wir können verschiedene Tanks befüllen oder dann bypassen. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, andere Tankstellenkonfigurationen zu simulieren. Und das ist ein Vorteil, den wir haben, den normale Tankstellen, die halt ihren Wasserstoff verkaufen müssen, nicht haben. Das heißt also, wenn ich jetzt einen neuen Kompressor testen möchte, ich möchte einen neuen Speichertyp testen, einen neuen Tanktyp, können wir das bei uns machen, um dann zu sagen, ist denn am Ende des Tages sind die Kosten für den vertankten Wasserstoff höher oder geringer? Sind die Emissionen, also ich muss den Strom, mit dem ich dort die Kompressionsenergie leiste oder Kühlerenergie leiste,
ist es energetisch effizienter, mit dem Typ von Speicher zu arbeiten oder mit dem Typ von Kompressor zu arbeiten, als im Vergleich zu derzeit vielleicht vorhandenen System. Das ist ein Aspekt, den wir dort behandeln. Und deswegen haben wir auch ganz wichtig immer diese Systembrille auf, dass wir sagen, von der Erzeugung bis zur Abgabe, wir gucken immer rechts und links auch zwischen den Spezifikationen der einzelnen Komponenten. Und dazu haben wir dann noch ein Wasserstoffqualitätslabor aufgebaut. Das ist meine nächste Frage genau, gewesen. Okay. Genau. Was der Fall ist, die Brennstoffzelle verlangt nach einem sehr hochreinen Wasserstoff. Und dieser muss gemessen, überwacht werden, diese Qualität an den Tankstellen. Und deswegen haben wir in einem... Ist Elektrolyse nicht gleich Elektrolyse? Oder? Doch, Elektrolyse ist Elektrolyse, aber ich habe Komponenten wie Sauerstoff, wie Stickstoff, wie Wasser, die in Elektrolyse Wasserstoff vorhanden sein können. Ich habe andere Komponenten, wo aus Dichtungsmaterialien zum Beispiel Ausgasungen in den Wasserstoff eintreten können. Ich muss mir also sowohl den Prozess der Elektrolyse als auch diesen Tankstellenprozess auch angucken auf die Verunreinigungen, die in den Wasserstoff eingebracht werden. Das wollen wir mit dem Labor machen. Und zeitgleich sind wir auch der Partner für dann die Tankstellenbetreiber in Deutschland, um zukünftig Wasserstoff zu überwachen an den Tankstellen in Deutschland. Das ist die Grundidee. Das heißt also, das ist sehr viel Entwicklungsarbeit, Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit Industriekunden. Das ist aber auch sehr viel Dienstleistung im Hinblick auf Qualitätssicherung des Prozesses als solchen. Und wir haben jetzt immer über Fahrzeuge oder Autos gesprochen. Ja. Da fallen mir halt dann mehr so Personenkraftwagen ein. Mhm. Ist das auch ein System, was gerade für LKWs, Busse, also ja, große Fahrzeuge auch funktionieren würde? Ja, gerade hatten wir auch schon darüber gesprochen. Es setzt gerade aus wiederum Asien kommt, oder ist es mehr und mehr in den Vordergrund gerückt, dass PKWs gut sind, dass sie aber auch noch teuer sind, aber dass ich über Busse, LKWs einen viel größeren Hebel habe, weil ich habe größere Brennstoffzellen, die damit günstiger werden, ich habe mehr Speicher, die damit auch wiederum günstiger werden, und kann gleichzeitig auch wesentlich mehr Emissionen sparen, als ich es jetzt mit einem einzelnen Auto kann. Das heißt also, gerade auch was aus Asien kommt, aber was auch in Europa gerade jetzt ansetzt, ist, dass man immer mehr über Busse und LKWs spricht. Und auch, dass Tankstellen umgerüstet, erweitert werden, um damit auch Busse und LKWs zu bedienen. Das ist ein großes Thema, was gerade ganz stark im Vordergrund kommt. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wären vielleicht sogar Züge möglich im Antrieb? Oder ja, wie in Duisburg, wir haben Schiffsverkehr, auch genau, so etwas? Genau. Also das ist genau auch das. Es gibt von Alstom gibt es einen Zug, der in Niedersachsen fährt. Der fährt im ganz normalen Regelbetrieb mit Wasserstoff. Es gibt weitere Züge, die dort jetzt auch in den Betrieb aufnehmen sollen. Es gibt auch gleiche Projekte in Nordrhein-Westfalen, wie sie kommen sollen. Und auch in Frankreich. Das ist ein Thema, was mit Sicherheit auch kommen wird, weil gerade da redet man über Strecken, die nicht elektrifiziert sind, wo man weiß, um diese zu elektrifizieren, da kostet der Kilometer 1 Million Euro. Und die Alternative Dieselbetrieb, da sagen ganz klar die Anbieter dieser Technologie, das lohnt sich nicht mehr von den Kosten. Also da ist es erstmals auch so, dass auf der Kostenebene Wasserstoff sich durchsetzt. Und deswegen wird es auch diese Technik geben. Wenn man jetzt also, und Binnenschifffahrt genau das Gleiche, da muss man gucken, da wird es mit Sicherheit Fälle geben, wo die Batterie noch genutzt werden kann, aber es wird viele Fälle auch geben, wo es Wasserstoff sein wird. Jetzt lassen wir uns mal ein bisschen spinnen, verlassen wir mal die Erde. Wäre auch Fliegen möglich, weil wird ja jetzt auch viel geschimpft über das Fliegen, also innerdeutsche Fliegen soll abgeschafft werden. Wäre auch da sowas denkbar? Das ist denkbar. Es wird erforscht derzeit vom DLR. Es gibt erste kleine Flugzeuge bis zu 4 Personen, glaube ich, die auch schon fliegen. Das wird aber auch noch eine ganze Zeit dauern, und die Herausforderung, die da vorhanden ist, ist, wie bringe ich Wasserstoff mit einer hohen Leistungsdichte in das Flugzeug rein, dass ich auch dann längere Strecken mitfliegen kann. Wobei man sagt, innerdeutsche Flüge, haben wir gerade drüber gesprochen, die könnten man doch in den nicht allzu ferner Zukunft mit Wasserstoff darstellen. Sie haben eben auch schon berichtet, dass in Frankreich geforscht wird. Wir haben eben auch darüber gesprochen, dass gerade in Asien da auch schon erste Dinge am Markt sind. Ja. Gibt es da eine Konkurrenz irgendwo in irgendeiner Form oder arbeiten die ganzen Regionen zusammen, um etwas zu entwickeln, was ja der gesamten Menschheit hilft? Also es gibt beides. Es gibt den Austausch, man arbeitet, sei es an Normen, sei es an Standards, wo man zusammenarbeiten muss. Das wird auch gemacht. Aber es gibt mit Sicherheit auch die Konkurrenz. Und wir haben es bei der Batterie gesehen, dass die Asiaten den Europäern davongezogen sind. Das Gleiche kann bei der Brennstoffzelle genauso passieren. Also die Konkurrenz ist da, ja.
Und Sie haben jetzt gerade explizit auch die Batterie angesprochen. Ja. Ist das etwas, was dann eines Tages möglicherweise durch die Brennstoffzelle wieder verschwinden wird, dieser E-Antrieb? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also es wird, sagen wir mal, die kleinen Fahrzeuge, die vielleicht auch nochmal autonom fahren, die werden mit Batterien betrieben werden. Das lohnt sich nicht, wenn man irgendwo, die ist eine Grenze zwischen 100 und 200 Kilometer Reichweite. Da sind sich quasi eigentlich alle einig, das werden Batterien auf die nächste Zeit zumindest bleiben. Aber alles, was darüber hinausgeht, das kann durchaus dann Wasserstoff mit der Brennstoffzelle sein als Technologie. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, an dem Sie da arbeiten, muss ich wirklich sagen. Mit Sicherheit ein Feld, was wir hier auch weiter beleuchten werden, weil ja, Sie arbeiten an der Zukunft der Mobilität. Vielleicht, weil wir auch uns langsam dem Ende der Sendung nähern. Sie hatten vor kurzem war die Woche des Wasserstoffs. Auch der Ministerpräsident Armin Laschet, der war hier in Duisburg vor Ort. Ja. Ist das schon so ein bisschen Adelung auch der Arbeit, die Sie hier vollbringen? Das ist vielleicht so. Also es hat viel Anstrengung gekostet. Die Idee dabei war, das Thema, genau wie heute, das Thema auch der Bevölkerung rüberzubringen, einfach auch da die Neugierde zu wecken. Und das war für uns natürlich schon eine ganz große Nummer, dass dann der Herr Laschet bei uns gewesen ist und dass es dieses Testfit vorgestellt hat. Das hat auch einen Hype, eine Welle bei uns ausgelöst, dann mit verschiedensten Gesprächen im Nachgang. Das war sehr gut, muss jetzt auch weitergehen. So, und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in diese Kristallkugel schauen, was meinen Sie, ab wann hat sich die Technologie vielleicht doch so durchgesetzt, dass es erschwinglich ist? Vermag ich nicht zu sagen. Ganz offen, ich vermute, im Bereich der LKWs, Busse wird man irgendwann auch Mitte des nächsten Jahrzehnts, also spätestens 2025, sehe ich dort Techniken am Markt. Stückzahlen kann ich nichts zu sagen. Es werden aber aus Asien welche kommen. Das ist ganz sicher. Die Frage ist also, alleine gibt es in Europa entsprechend welche, die dann auch an solche Systeme anbieten oder nicht. Und jetzt vielleicht noch so die Abschlussfrage. Fahren Sie überhaupt selber ein Wasserstofffahrzeug? Wir fahren in der Firma, fahren wir selber ein Brennstoffzellenfahrzeug und sind begeistert. Also das macht Spaß. Ist das denn vom Fahren irgendwie anders? Merkt man das, dass das ein anderer Antrieb ist? Nein. Also Sie setzen sich rein. In dem Fall ist es ein Hyundai iX35, also ein Fahrzeug, was nicht speziell für die Brennstoffzellen entwickelt wurde, sondern wo man diese Technik dort reingebaut hat. Aber es ist quasi kein Unterschied. Es ist leiser. Das ist ein Riesenvorzug. Aber es ist sonst kein Unterschied zu dem normalen Fahrzeug. Ja, Herr Dr. Splitter, ich hoffe, dass irgendwann wir alle umsteigen auf Wasserstoffautos. Gerne. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren und uns ja den Stand der Dinge, den Stand der Technik geschildert haben. Ja. Und wir beobachten sehr, sehr gerne, was Sie da so entwickeln und was dann irgendwann mal in den Markt kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.